Moin zu einer neuen Runde State of Survival. Heute reden wir über Mining Mayhem, das Finale. Was ich davon halte, genau über Mining Mayhem, also das Abbauchaos, über die Belohnungen. Aus meiner Sicht die Frage, lohnt sich das? Guckt euch die Belohnungen an. Und das sind die Belohnungen, die ihr jetzt seht, für den Sieg in Mining Mayhem. Wir springen direkt rein und das Event ist im Endeffekt, du kämpfst nur noch um ein Gebäude. Es gibt zwar 4 Türme im Finale, aber die sind genauso relevant wie bei Capital Clash oder Staat gegen Staat, Hauptstadtkampf. Die Türme sind halt eher beiläufig, zumindest in der alten Version. Und was machst du eigentlich die ganze Zeit beim Mining Mayhem oder Abbauchaos beim Finale? Wenn du nicht rallyst, dann schickst du nonstop deine Verstärkung. Wenn der Gegner nicht perfekt timen kann, was bei Mining Mayhem im Finale leider kaum möglich ist, weil wenn du eine Doppelrally brauchst, die Knöpfe verschwinden die ganze Zeit, also der Rally-Screen verschwindet, du kannst nicht schnell genug draufklicken, du verlierst 2-3 Sekunden, dann kann der Gegner das Gebäude direkt wieder auffüllen. Dazu kommt die Thematik mit diesem Kapazitätsboost, einmal durch diese 100.000, die du durch den Skill bekommst, als auch, wenn ihr einzelne Joiner habt, also wenn in beiden Rallyes jeweils kein gleicher Joiner ist, stackt die Rally und füllt das Gebäude über die Kapazitätsgrenzen hinaus auf. Das bedeutet, es ist einfach nur maximal eine Stunde, aber trotzdem, es ist mühselig. Du guckst dir das an, du verstärkst und verstärkst und verstärkst und machst das gegebenenfalls eine Stunde lang wie total stumpf. Es hat wenig mit Strategie zu tun, sondern im Idealfall ist eine Seite einfach nur so viel stärker, dass man per Solo-Rally die rauskicken kann. Und dann ist das Thema eigentlich schon durch, weil danach musst du nur verstärken. Und die angreifende Seite hat auch noch den Nachteil, dass sie in der Sekunde, wo sie mehrere Rallyes braucht, auch nicht mal Verstärkung schicken kann. Also du kannst sie gegebenenfalls sogar direkt wieder rauskicken, bevor sie überhaupt die Chance hatten, das Gebäude zu verstärken. Sie können dann nur einen einzelnen Marsch schicken und wenn er in der Rallye ist, dann kann der Rest nur noch einen einzelnen Marsch schicken. Und wenn man eine Doppelrallye oder eine Dreifachrallye braucht, um die Leute rauszukicken, kannst du dir vorstellen, das ist für eine Seite extrem frustrierend. Das war bei uns relativ der Fall. Wir haben uns nicht super angestrengt, dementsprechend ist das noch sehr offen gewesen, aber es ist ganz ehrlich für die Belohnung, die man da bekommt, einfach echt nicht die Zeit wert. Jetzt nochmal die Frage an euch, schreibt in die Kommentare. Ihr seht jetzt genau nochmal die Belohnung, die ihr dafür bekommt, dass ihr das eine Stunde lang durchzieht. 30 Tage Skin, 120 Plasma. Ich finde das echt nicht für den Aufwand, den man betreibt, um ins Finale zu kommen. Ich finde es nicht sonderlich viel. Sagt mir mal gerne, was ihr davon haltet.